Guten Morgen, 1. Dezember. Es schneit draußen und im iPhone-Blog startet eine kleine Videoserie, die nennt sich 24 Tage im Dezember. Die mache ich jetzt schon, ich habe nachgeschaut, seit 2010. Ich weiß nicht, warum die jemals gestartet wurde. Ich weiß, warum sie noch läuft, weil sie mir jeden Dezember relativ viel Spaß macht. Es lässt so ein bisschen das Jahr ausklingen. Es geht um Zubehörprodukte fürs iPhone, fürs iPad, für den Apple TV, für die Apple Watch. Alles, was ich so finden konnte. Und diesmal habe ich vorgearbeitet. Ich glaube, es ist ernsthaft das erste Mal, dass ich in den letzten Monaten bereits mir Produkte ausgesucht habe, so Zubehörprodukte zu diesen Geräten, die ich vorstellen möchte. Hier in 24 kompakten, kurzen Videos. Eiskalt recherchiert habe ich die und jetzt werde ich die auseinandernehmen, die Produkte, bis ins Detail in 1,5 Minuten. Es startet mit dem King Kong 2, meinem absoluten Lieblingscontroller in diesem Jahr. Und das Besondere an diesem Controller ist, dass er sich mit vielen Systemen verbindet. Mit der Nintendo Switch, da spielen wir sehr häufig, mit dem iPad, mit dem iPhone, mit dem Apple TV natürlich, aber auch natürlich Windows, PC und Mac. Und das Besondere ist so ein bisschen, dass der elektromagnetische Sticks hat. Hall Sensor Joysticks heißen die. Und was die machen ist, die verhindern Drift. Und ich bin ein sehr geplagtes Kind. Ich habe viele Joy-Con-Pärchen durch, die einfach driften, wild durchs Menü mir Spiele zerhauen, weil einfach der Controller driftet. Und mit diesen Sensoren ist das ausgeschlossen. Und das ist für mich so ein persönliches Anliegen, nie wieder Drift in Spielen zu haben. Und da funktioniert er halt sehr, sehr gut, weil er diese Problematik gar nicht hat. Er hat so tolle Clicky Knöpfe, meldet sich bei den iOS-Geräten als Xbox Wireless Controller an, hat ein sehr gutes D-Pad, muss ich sagen. Ich mag ja auch so Retro-Spiele beispielsweise und da funktioniert das D-Pad sehr, sehr schön. Hier auf der Rückseite lässt sich einfach per Knopfdruck umschalten zwischen den Geräten und dann ist es ein Bluetooth-Controller, ganz normal, mit Vibrationsmotor und wirklich butterweichen Joysticks, also diese butterweichen Joysticks, die gefallen mir. Wenn ich in der Familie spiele, dann ist das immer der populäre Joystick, den jeder benutzen möchte. Schwarz, sehr klassische Farben für einen Joystick, lässt sich ganz gut anfassen, weil er so ein bisschen Textur auf der Rückseite hat. Hat halt die klassische Xbox-Controller-Größe. Und jetzt habe ich ihn eingeschaltet und hoffe nicht, dass er sich mit irgendwelchen Geräten hier verbindet. Ich schalte ihn mal schnell aus. Kommt in so einem hautengen Case, was ich ganz nett finde, weil dann kann ich ihn immer dabei haben und recht rücksichtslos in den Rucksack werfen. Kostet 80 Euro, also gar nicht so preiswert, muss man sagen. Und man kauft ihn wegen der Technik für die Joysticks und weil er mit mehreren Systemen funktioniert. Wenn der Bedarf ist, dann kann man den King Kong 2 erwerben. Das ist mein Lieblingscontroller auf jeden Fall und er ist neu in diesem Jahr. Firmware-Updates über PC, Windows-Software habe ich auch eingespielt. Komplexes Thema, aber es geht und er wird sogar weiterentwickelt. Ich habe Splatoon damit gespielt, der hat nämlich auch so Gyro-Steuerung. Alles solche programmierbare Auto-Funktionen, die ich alle nicht benutze, aber die auch in diesem Controller stecken. Der King Kong 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein, weil morgen ist der 2. Dezember und da geht es mit einem neuen Produkt genau an dieser Stelle weiter.